einem neuen Video von mir. Ich bin heute schon ganz schön aufgeregt, weil ich habe euch ja in meinem letzten Video gesagt, dass ich heute ein Tauschpaket mache. Und zwar das Geheimnis ist gelüftet. Ihr habt es ja bestimmt schon in der Überschrift gesehen. Mit der lieben Sandra vom Kanal MermaidXO. Ich werde euch ihren Kanal natürlich in die Infobox verlinken. Und ja, ich bin eigentlich schon ganz, ganz lange ein Fan von der Sandra, weil ich ihre Art liebe, ihre Stimme liebe und ihre geilen roten Haare. Also die stehen ihr wirklich so gut. Und ja, also deswegen ist es für mich was Besonderes, weil ich schon ein Fan bin von Sandra, bevor ich selbst überhaupt mit YouTube angefangen habe. Und ja, deswegen bin ich jetzt aufgeregt und ich bin noch aufgeregt, weil ich jetzt mein Paket öffne und ich nicht weiß, was alles enthalten ist. Und das werde ich mit euch natürlich zusammen machen, also stay tuned. Also das ist mein Paket, das werde ich jetzt öffnen. Oh mein Gott! Guckt mal! Oh, das ist ja schon total niedlich eingepackt. Oh, könnt ihr das sehen? Und hier ist auch ein Zettelchen an der Seite. Okay, also. Ihr wisst ja, ich bin totaler Fan von Tauschpaketen. Und ich kann mich da auch freuen wie ein kleines Kind. Ich lese euch jetzt mal vor. Hallo meine Liebe, ich hoffe, ich kann dir ein bisschen eine Freude machen und habe bei ein paar Produkten deinen Geschmack getroffen. Sei nicht zu kritisch, einpacken ist nicht meine Stärke. Ich freue mich auf deine Reaktion. Liebe Sandra. Das ist total lieb. Und Sandra, ich kann dir jetzt gar nicht zustimmen, denn das Paket ist wirklich wunderschön eingepackt. Also deswegen musst du dir keine Gedanken machen und der Inhalt zählt. Das ist ja mal das Wichtigste. Okay, ich fange jetzt gleich mal an. Damit liegst du voll im Trend. Okay, da bin ich gespannt. Ja, Tauschpakete, ich könnte sie wirklich immer machen. Okay, das ist von Ebelin. Cognac Gesichtspflegeschwamm, grüner Tee, Massageeffekt, sanft. Das ist cool. Guckt euch mal das an. Das ist anscheinend so ein Gesichtsschwamm. Und den kann man, also okay, da ist grüner Tee enthalten. Das habe ich noch nie gesehen. Also ich glaube, das gibt es bei unseren DM überhaupt nicht. Aber das ist eine ganz eine coole Idee. Also da bin ich wirklich gespannt, weil ich bin sowieso immer auf der Suche nach guten Sachen für die Pflege und für die Reinigung und so weiter. Also das kann ich schon mal wirklich sehr, sehr gut brauchen, Sandra. Dann kommen wir zum nächsten. Perfekt für den Sommer. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass wir uns ausschließlich Produkte von DM eingepackt haben in das Päckchen. Also das ist sozusagen ein DM-Tauschpaket. Perfekt für den Sommer. Was könnte das denn sein? Also ich bin ja schon in Sommerstimmung, man sieht es hier, aber das Wetter ist jetzt noch nicht so in Stimmung oder momentan gerade nicht. Deswegen... Oh! Guckt euch das an, das ist ein Blush. Limited Edition Softly Touch Blush in der Farbe 1001 Mashed Peach. Boah, die Farbe ist geil. Die ist genau mein Ding, Sandra. Die ist genau mein Ding. Und jetzt ist mir der Fingernagel abgebrochen. Aber das ist mir absolut wert. Okay, ich bekomme jetzt den nicht auf. Ich werde den später mal swatchen. Yeah, geile Farbe. Danke, Sandra. Wirklich toll, toll, toll. Ich bin ja ein absoluter Blush-Fan. So. Damit du noch schöner wirst, kann man immer brauchen. Dass man schöner wird, das kann man immer brauchen. Ja, was wird da drin sein? Ja, Gesichtsmasken! Q10 Antifalten und Energiemaske, straffend. Ja, also in meinem Alter braucht man sowas natürlich schon. Muss ich jetzt wirklich recht geben, Sandra? Dann Milch- und Honigmaske, regenerieren für gestresste Haut. Dann haben wir von Balea Lavendel Mousse-Maske, entspannend. Und eine Peel-Off-Maske, die ist tiefreinigend für Mischhaut. Das ist wirklich cool, weil ich liebe solche Sachen, die so mit Wellness zu tun haben. Also Gesichtspeelings oder Masken und... Finde ich immer total super. Geil. Dankeschön, Sandra. Kommen wir zu dem nächsten. Daran erfreuen sich auch andere. Schokolade.
ein guter Duft. Können sich auch andere erfreuen, wenn ich gut dufte. Ich will das rein. Was ist das? Ah, ein Autodeo. Das kann ich wirklich gut gebrauchen, weil wir haben nämlich ein Baustellenauto und das müffelt, wie ich finde. Von Denk mit ist das so ein Autoduft. Das ist wirklich geil. Das ist echt, das ist eine gute Idee. Nach was riecht das denn? Frische Duft. Okay, mal gucken. Da bin ich echt gespannt. Und sogar mit Nachfüller noch. Supi. Als nächstes, wenn es mal weniger Schlaf gibt. Das hat bestimmt was mit Augenmaske oder so zu tun. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Und das kann ich wirklich gebrauchen. Ja, weil mit einem Kind wisst ihr ja bestimmt, ihr lieben Muttis. Oder was zum Abdecken. Was ist es? Okay, ein Concealer in der Farbe 10 Soft Beige. Cool. Da bin ich wirklich gespannt. Und zwar ist der von Essence und der ist neu. Und ja, zarter Mousse Concealer, bla bla bla. Da bin ich echt gespannt, wie der ist. Ich hoffe, der ist mir nicht zu hell, weil ich ziemlich braun bin, auch wenn das in der Kamera jetzt nicht so rüberkommt. Aber finde ich wirklich immer toll sowas. Und ich benutze ja auch diese Concealer immer zum Highlighten. Also ich mache die meistens, wenn die so hell sind, nicht hier unten, sondern ich trage die meist hier auf und hier noch. Ja, also deswegen kann ich den immer gebrauchen. Weiter geht's für den kleinen Hunger. Ich glaube, ich weiß, was da drinnen ist. Ich glaube, da ist mein Müsli drin. Ich glaube, das habe ich der Sandra auch eingepackt, oder? Genau, genau, genau. Ja, das ist mein Müsli, Müsli to go. Und ich finde das wirklich so eine tolle Idee. Berry with Schok Müsli. Okay, da ist weiße Schokolade und Schokofrüchte mit Himbeeren. Mmh, yummy. Sowas ist immer ganz gut. Sowas ist echt toll, weil wenn man es mal eilig hat, dann macht man sich einfach nur dieses Ding auf, Milch rein und fertig. Also die liebe ich wirklich und die schmecken so lecker. Danke Sandra, du bist so süß. Da ist so viel enthalten, damit du immer gut riechst. Ja, das wollen wir mal hoffen, dass ich immer gut rieche. Ja? Ich denke, da wird ein Deo enthalten sein oder vielleicht ein Duschgel. Ich reiß das jetzt hier einfach auf, weil ich so neugierig bin. Was wird das? Upsi. Was wird das wohl sein? Von Balea, ein Duschschaum Fresh and Fruity. Da bin ich wirklich gespannt, wie der ist, weil ich habe diese ganzen Bilou Duschschäume und liebe ich. Und wenn es natürlich eine günstigere Alternative gibt, dann bin ich da auch nicht abgeneigt. Und zwar mit dem Duft von Limette und Pink Grapefruit für jede Haut. Mmh. Ein bisschen kann man es riechen. Mmh, es riecht schon mal ein bisschen frisch, also ja, da bin ich schon wirklich gespannt. Da ist noch so viel drinnen. Pure Erfrischung. Vielleicht ein Aquaspray, also Wasser, wie ich es in meinem letzten DM-Haul hatte. Mal gucken. Ich glaube, das ist dieses Aquaspray. Genau, ja, genau. Das habe ich in meinem letzten DM-Haul gezeigt und habe dann daran gerochen und festgestellt, dass es nach nichts riecht, weil einfach nur Wasser enthalten ist. Es soll zur Make-up-Fixierung sein, deswegen dachte ich, da ist noch irgendwas anderes drin, aber es ist wirklich nur Wasser enthalten. Wie das Make-up fixiert, das weiß ich leider auch nicht, aber so zum Erfrischen, ich habe das schon benutzt, finde ich das wirklich super. Und wenn ihr zum Beispiel draußen auf der Liege liegt und euch sonnen lässt und ihr habt keine, also ja, ihr seid nicht im Schwimmbad oder irgendwas und ihr sprüht euch das drauf, dann ist das wirklich eine angenehme Erfrischung und eine angenehme Abkühlung. Deswegen finde ich das geil, auch wenn es vielleicht für viele Verschwendung ist, aber ich finde es super. Dann, ich liebe sie. Das riecht irgendwie alles so frisch da drin. Da ist so ein angenehmer Duft da drinnen. So.
Also das ist schon mal das Essenszeichen drauf. Ah, Forbidden Volume Mascara. Okay, die habe ich... Hat schon wieder meine Kamera ausgeschaltet. Das Bürstchen sieht sehr speziell aus. Das sieht wirklich ganz cool aus. Das ist so geschwungen und sieht schon mal wirklich sehr schwarz aus und riecht auch nicht. Ich hasse nämlich Mascaras, die so nach Chemie riechen und die riecht eigentlich ganz lecker. Und sie ist für ultimatives rebellisches Volumen. Das kann man auch immer gebrauchen. Ich bin wirklich gespannt, wie ich mit der zurechtkomme, weil ihr wisst ja, wie pingelig, dass ich mit Wimperntuschen bin. Dann geht's weiter. Sexy im Sommer. Das wollen wir doch alle sein, oder? Okay, ich kann hier schon mal so ein Gummi spüren. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja! Und von P2. Ich glaube, das ist das Argonöl von P2. Weil ich das gesehen habe. Und ich habe es mir nicht gekauft, weil nur noch der Tester da war. Und das andere, was kein Tester war, war schon benutzt. Und ich wollte das eigentlich haben. Es geht nicht auf. Juhu! Das finde ich wirklich geil. Das freut mich wirklich sehr, weil das wollte ich eigentlich unbedingt haben. Weil das so ein tolles Öl mit goldenen Schimmerpartikeln drin ist. Und es macht bestimmt eine tolle Bräune und einen tollen Glow auf der Haut. Und ich habe da auch schon dran gerochen bei DM. Und das riecht so lecker. Guckt euch das an. Oh ja, das ist Sunshine Goodies. Fountain of Gold Argan Oil. Also die Verpackung sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Danke, Sandra. Ja, das wollte ich nämlich letztes Mal schon haben. Weiter geht's. Steht dir bestimmt gut. Lippenstift. Nagellack. Ich glaube, es ist ein Nagellack. Ja! Oh, die Farbe ist toll. Die ist wirklich schön. Guckt euch die Farbe an. Die ist so ein pastelliges Peach, würde ich mal sagen. Und zwar ist das von Catrice, Limited Edition. Und die Farbe ist hier nicht drauf, oder? Doch, 1002 Mashed Peach. Ja, Sandra, die ist wirklich geil, die Farbe. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich stehe auf knallige Farben, ich stehe aber auch auf Pastellfarben. Und die ist schön. Als nächstes, lasse dich verwöhnen. Das mache ich wirklich gern, weil das bestimmt was mit Wellness zu tun hat und das liebe ich einfach immer. Und tada! Oh ja, von Balea ein Verwöhnbad Red Love Luxury. Oh, das sieht ja schon mal richtig toll aus. Mmh. Oh, der Duft ist ja mal der Hammer. Was ist denn das für ein Duft? Anregend magischer Verwöhnduft mit einem Hauch von Kokos und Pfirsich. Bingo. Sandra, bingo. Der Duft ist wirklich der Hammer. Mmh. Ihr müsst da mal dran riechen. Also wenn ihr das bei DM mal seht, dann riecht da mal dran. Das ist wirklich der Hammer. Der Duft ist wirklich cool. Als nächstes, darauf kann ich nicht mehr verzichten. Du bist die Beste. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Und zwar ist das ein Klostein. Und ich finde das aber cool, weil das blaues Wasser macht. Reinigung und blaues Wasser. Ozeanfrische. Sowas kann man immer brauchen. Ist es wirklich? Das ist geil, Sandra. Das ist echt cool. Ja, dann für die Zweisamkeit. Da kann man sich jetzt wirklich viel drunter vorstellen, was da drin ist, ja? Ich spreche es jetzt aber nicht aus. Denn es ist bestimmt was anderes enthalten, was ich denke. Und zwar... Oh! Das ist ja mal eine coole Idee. Das ist ein Massageöl von Balea. Muss ich ja sowieso selber alles aufräumen hier. Deswegen ist es egal. Bodyöl Glückshauch. Pflegt die Haut intensiv für sinnliche Wohlfühlmomente. Haut beruhigen.
Super Idee, super Idee. Ich liebe Bodyöle. Also ich habe ja schon gesagt, ich liebe alles, was mit Wellness zu tun hat. Und das finde ich toll. Oh, wisst ihr, wie das riecht? Das riecht wie Zuckerschnute. Oh, das riecht wie der Duft Zuckerschnute, wie das Deo, das ich mir jetzt gekauft habe. Das ist wirklich auch total lecker. Zarte Haut dank wertvoller Öle. Balea Bodyöl, Glückshauch mit Jojobaöl, Avocadoöl, Bisabolöl. Wirklich toll. Also, du hast meinen Geschmack absolut getroffen. Oh, was ist das denn? Ach, das sind die, die so gut riechen. Duschgel, Duftkaugummi. Okay. Ich check jetzt noch nicht ganz, wie man die benutzt. Ach, da ist einfach ein Duschgel enthalten und die sind total süß verpackt. Da ist ein Fischchen drauf und das ist eine Blume und da ist ein Duschgel enthalten. Das ist ja mal süß. Das ist ja wirklich eine tolle Idee. Ich glaube, das ist hier ein bisschen ausgelaufen. Aber die duften total lecker. Voll süß. Tja, dann kommen wir zu dem letzten Produkt, damit deine Haare noch schöner werden. Das ist bestimmt eine Haarkur. Oh, Sandra, du bist der absolute Hammer. Das wollte ich mir letztes Mal schon kaufen, aber das ist so teuer. Kokosöl, Bio-Kokosöl, finde ich spitze, finde ich absolut toll. Ich liebe Kokosöl und ihr wisst ja, ich benutze es wirklich für meine Haare. Und man kann es auch in die Badewanne geben oder auch für die Tochter. Einfach nur ein Löffelchen in die Badewanne, in die heiße. Und das macht danach wirklich wunderschöne Haut. Es ist zum Braten, Kochen und Backen. Aber ich benutze es, wie gesagt, für alles andere auch, weil es einfach wirklich, wirklich toll ist. Und es ist auch noch Bio-Kokosöl. Sandra, vielen lieben Dank. Du hast mir wirklich eine Freude gemacht. Es ist wirklich nichts dabei, das ich nicht brauchen kann. Ich kann alles brauchen und es ist alles super. Ja, ich bin gespannt, was die Sandra zu ihrem Paket sagt. Also schaut unbedingt bei der Sandra vorbei, weil ich hier auch ein tolles Paket zusammengestellt habe. Ich hoffe, ihr guckt genauso gerne Tauschpakete wie ich. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich natürlich kostenlos abonnieren. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Einschalten. Schaut unbedingt noch bei der Sandra vorbei. Der Kanal ist unten in der Infobox verlinkt. Und dann ein wunderschönes Wochenende. Hoffentlich für alle schönes Wetter und bis zum nächsten Video. Tschüss!